Hallo, ich bin Michael Fährmann von der Wissenswerkstatt in Friedrichshafen und ich zeige euch, wie man eine einfache Lochsirene baut. Als Material benötigt ihr ein Stück Pappe, ein kleines Holzklötzchen mit einem Loch in der Mitte, einen größeren Holzklotz, zwei kleine Stückchen doppelseitiges Klebeband und einen Elektromotor mit einer Batterie, den ihr einfach im Elektrofachhandel bekommen könnt. Als Werkzeug braucht ihr einen Zirkel, ein Geodreieck, einen Bleistift, eine Schere und eine Lochzange. Mit dem Zirkel zeichnet ihr drei unterschiedliche Kreise im Durchmesser 14, 12 und 10 cm auf die Pappe. Mit dem Geodreieck zeichnet ihr Linien durch den Kreismittelpunkt im gleichmäßigen Abstand. Bei uns beträgt der Abstand 20 Grad. Danach schneidet ihr am äußeren Kreis die Scheibe aus. Nun stanzt ihr an den Schnittpunkten von Kreis und Linie die Löcher aus, an dem äußeren Kreis an jedem Schnittpunkt und am inneren Kreis an jedem zweiten Schnittpunkt. Nun klebt ihr mit Hilfe des Klebebands das kleine Holzklötzchen in die Mitte der Scheibe. Nun wird der Motor mit dem Klebeband an den größeren Holzklotz angeklebt. Am Ende wird die Scheibe mit dem Holzklötzchen auf die Motorwelle aufgesetzt. Wenn ihr auf die Lochkreise der sich drehenden Scheibe mit dem Strohhalm pustet, entsteht ein Ton. Dieser ist am äußeren Kreis höher als an dem inneren Kreis. Dies hat seinen Grund darin, dass durch die höhere Lochanzahl die Frequenz höher ist. Durch unterschiedliche Lochkreise und Anzahl der Löcher könnt ihr die Tonhöhen selber variieren.